liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei BKM Electric. Zum neuen Format, BKM Test. Wir haben schon ein Video gemacht, das ist das zweite Video. Letztes Video haben wir die Marke erklärt, die Angelized Marke in LED. Heute erklären wir, oder wir zeigen euch, den F30 Scheinwerfer, Halogenscheinwerfer von Depo. Okay, ich zeige euch mal kurz, wie der ausschaut, wo wird der eingebaut, welche Vorteile, welche Nachteile bringt er mit sich und so weiter. Dann bauen wir den Scheinwerfer auch ein. Also wir zeigen euch nicht nur, sondern wir bauen ihn ein. Ein Kunde ist extra aus München sogar hergekommen. Wir sind aus Österreich, für die, die es nicht wissen. Ist aus München hergekommen, um die einzubauen bei uns, Ehrenmann. Und fangen wir gleich an. Das Video ist für alle F30/F31 Fahrer vor Facelift. Das heißt 2011 bis 14 oder 15 circa. Halogenscheinwerfer. Das heißt, wer diese Scheinwerfer einbauen will, braucht Halogenscheinwerfer, um die einzubauen. So, Vorteile. Gehen wir kurz auf die Vorteile ein, oder nein, gehen wir zuerst auf die Nachteile ein, weil dann die Vorteile bleibt besser hängen. Nachteile von den Scheinwerfern. Wir bauen diese Scheinwerfer jetzt beim F30 ein, weil wir den Umbau bei Halogenscheinwerfer jetzt ungern machen. Und, das ist mal Punkt 1, Punkt 2 ist, unser Umbau ist ja nicht straßenzulässig. Viele wissen das nicht, viele wissen das. Da haben viele Angst, dass sie beim TÜV nicht durchkommen. Deshalb bauen wir diese Scheinwerfer ein. Also nicht unsere Umbau, sondern diese Scheinwerfer sind von Depo mit Prüfzeichen, eintragungsfrei. Kann man einfach einbauen. Kommt man einfach durch den TÜV. Das ist halt mal ein Vorteil. Gehen wir weiter. Ich erkläre euch kurz die Scheinwerfer. Die schauen wirklich 1:1 aus wie die Xenon-Scheinwerfer vom F30. Es gibt wirklich minimale Abweichungen. Die Ringe und die Linse, muss ich sagen, ist wirklich gleich. Auch die Leuchtkraft vom Tagverlicht und vom Standlicht ist ja 1, also 2 in 1, ist extrem stark. LED weiß, gefällt mir sehr gut. Und der Scheinwerfer hat eine Linse, was auch sehr vorteilhaft ist. Aber, da muss ich mal gleich sagen, und das ist ein Nachteil für mich, weil hinten ist ja noch immer, Leute, ihr wisst, eine Halogenlampe, eine H7 Halogenlampe. Und das Problem ist natürlich oft Nacht. Halogenlampe plus Linse ist nicht so optimal. So, jetzt, was wir aber machen können natürlich, ist hinter der Linse eine LED-Lampe oder eine Xenon-Lampe anbringen. Aber somit sind die Scheinwerfer dann wieder nicht straßenzulässig. Interessiert aber wenig Kunden, muss ich sagen. Viele entscheiden sich für die LED-Lampen, damit man auch nachts eine bessere Sicht hat, mehr sieht. Und natürlich von der Optik ist es viel schöner, da die Ringe ja weiß sind und dann die Linse, wenn man Halogenlampen einbaut, gelb ist, was nicht so vorteilhaft ist und nicht optisch gut ausschaut. Was aber leicht natürlich zu beheben ist. Also, big Nachteil, muss ich sagen, ist einmal die Linse, weil hinten eine H7-Lampe ist. Aber da kommt man nicht vorbei. Wer Halogenscheinwerfer haben will und Xenon-Look haben will oder auf Xenon-Look umrüsten will, das ist für ihn die beste Möglichkeit. Was gibt es da noch zu sagen zu den Scheinwerfern? Ich muss mir die kurz anschauen. Wie bereits erwähnt, schauen die wirklich aus wie die Xenon-Scheinwerfer. Sogar die Augenbraue ist in LED-Weiß. Also für mich der vorteilhaftere Umbau, wenn man Halogen-Scheinwerfer hat. Natürlich gibt es auch andere Scheinwerfer auf jeden Fall. Auch diese Facelift-Optik, vielleicht kennen die viele. Gefallen mir nicht, muss ich sagen. Bauen wir auch nicht ein. Wir sind halt so, wenn es uns nicht gefällt, wir bauen es nicht ein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Scheinwerfer ihr gerne bei eurem F30, F31 oder welches Auto ihr auch immer habt, einbauen würdet. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, würde mich extrem interessieren. Können wir vielleicht gerne mal ausprobieren, wenn ihr wirklich coole Scheinwerfer habt, wo ihr sagt, okay, die sind wirklich cool, baut die bitte um mal, zeigt die mal her. Wir machen das gerne, wir gehen drauf ein. Zumindest versuchen wir das. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. So Leute, also ich habe kurz über die Scheinwerfer geredet. Jetzt bauen wir es ein. Was muss gemacht werden, um die Scheinwerfer einzubauen? Die Stoßstange muss runter, der alte Scheinwerfer muss runter, die Lampen werden übernommen und der Stellmotor wird übernommen, das ist sehr wichtig, vergessen viele. Der Stellmotor muss übernommen werden. Dann kann der Scheinwerfer wieder eingebaut werden, also der neue Scheinwerfer, die Stoßstange wieder rauf. Das Updatelicht muss eingestellt werden und dann war es schon. Das Ganze zeigen wir euch in einem kurzen Video, wie wir das machen und natürlich dann ganz am Ende, wie das alles ausschaut. Also, bis gleich. So, momentan sind die Halogenscheinwerfer eingebaut, wie gesagt ohne Ringe, obwohl, das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt, der F30 hat keine Ringe, also der Halogenscheinwerfer vom F30 hat keine Ringe, der neue natürlich schon, der neue Scheinwerfer. Wir werden das kurz anmachen und kurz die Lichter durchgehen, damit ihr dann wirklich einen Vor-Nachher-Vergleich habt. Mach mal die Standlichter an. So, das sind die Standlichter in Gelb,
Die Standlichter bei BMW sind normal die Ringe und das Tagfahrlicht ist auch nochmal der Ring. Jetzt zeigen wir euch kurz das Abblendlicht. Macht das Abblendlicht an. Genau, also wirklich gar nicht BMW-like, muss ich sagen. Ist vollkommen ein No-Go bei so einem Auto, solche Scheinwerfer zu haben. So schauen die Scheinwerfer aus und jetzt bauen wir die neuen Scheinwerfer ein und wirklich, es wird wie Tag und Nacht sein. Wir bauen jetzt die Scheinwerfer ein, wird nicht lange dauern und sehen uns in 3, 2, 1. Scheinwerfer sind bereits eingebaut, Stoßstange wurde auch schon eingebaut. So schauen die Scheinwerfer aus, wirklich Tag und Nacht, ich habe es euch schon gesagt. Wir machen jetzt das Ganze mal an, also Danny, mach kurz das Standlicht an. Weiße LED-Ringe schauen wirklich wie beim Xenon-Scheinwerfer aus. Wirklich ganz minimaler Unterschied zu erkennen oder gar keiner. Die Augenbraue leuchtet auch in weiß. Was ich sagen muss, was ich erst jetzt bemerkt habe, wenn man auf Tagverlicht hat, also dafür müssen wir die Zündung anhaben und auf Null schalten. Leuchtet die Augenbraue nicht, ist aber nicht so schlimm, dafür die Ringe ein bisschen heller. Die Standlichtringe, wie gewohnt, sind natürlich ein bisschen stärker, da er auf 12 Volt schaltet. Das Abblendlicht hinten, habe ich euch bereits gesagt, ist zwar H7 Halogen, leuchtet gelb, haben wir aber umgebaut. Und somit ist dieser Umbau nicht mehr straßenzulässig. Leider. Bam! Schalt das Abblendlicht mal ein. Das Abblendlicht hinten ist eine H7 LED-Lampe mit Osram-Chips. Ein bisschen was Hochwertigeres, muss ich sagen. Linsen können auch ein bisschen eingestellt. Ansonsten schauen wirklich wie die Xenon-Scheinwerfer aus. Kann ich nur weiterempfehlen, diese Scheinwerfer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, also kurz die Unterschiede. Was ist beim Xenon-Scheinwerfer anders? Natürlich, damit er überhaupt eine Straßenzulassung hat, also die Scheinwerfer, braucht man hier ein H7 Halogenlicht als Fernlicht. Das ist zwar eine Linse mit einer Klappe, das heißt Bi-Xenon eigentlich, aber hinten ist er natürlich kein Xenon, aber er hat eine Klappe. Könnte man natürlich abstecken und nur die Linse auch für Abblend- und Fernlicht benutzen. Kommt man aber nicht durch den TÜV leider. Bei Halogenscheinwerfer braucht man extra separat ein Licht, dieses H7-Licht. Das ist mal ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist natürlich, dass die Linse ein bisschen anders ist. Das merkt man gerade, wenn es leuchtet. Vielleicht merkt man das jetzt nicht beim Video, aber in echt ist es ein bisschen anders. Ansonsten wirklich kann man gar keine Unterschiede erkennen. Wo das Prüfzeichen und so weiter ist, das hat natürlich der originale Scheinwerfer auch nicht. Aber ich meine, damit kann man auf jeden Fall leben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt das mitnehmen können. Ich habe euch vielleicht oder wir haben euch inspirieren können, um eure Scheinwerfer umzubauen. Natürlich können wir eure Scheinwerfer individuell umbauen. Das können wir auch machen natürlich. Dafür einfach auf die Homepage schauen oder uns mal anschreiben für Beispielfotos und so weiter. Falls ihr andere Umbauten sehen wollt oder Fragen habt, auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben. Dort versuchen wir auf alle Wünsche einzugehen. Also wenn es uns möglich ist. Wir haben ja, wie am Anfang schon erwähnt, ein neues Videoformat. Wir testen jede Woche, schauen wir, dass wir wirklich ein Produkt nehmen und das an einem Auto testen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, okay, dann bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt einfach hinschreiben, Beispiel, bitte bei KM-Team, testet dieses Produkt mit Link. Könnt uns gleich den Link schicken. Wir bestellen auch. Ist überhaupt kein Problem, wenn es nicht dein 6.000 Euro Umbau ist. Wir versuchen es, dass wir das Produkt bestellen und das auch wirklich einbauen. Also einfach in die Kommentare reinschreiben und wir gehen darauf ein. Ansonsten Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.